Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wie ihr seht, das ist mein KI-Helferin. Ne? Also, ja gut, sieht zwar so wie aus wie ich, aber das ist Lena. Ah, hier. Ne, da auch nicht. Na, jedenfalls ist das hier eine Frau bei Aufgaben. Ne? Kann man jetzt nicht sehen. Aber wie gesagt, sieht jetzt zwar aus wie ich, aber das ist eine Frau. Und das ist. Sie hat 300 Liter Maissaatgut genommen. Gekauft. Oder auch. Hat, ja, muss ja gekauft sein. Und fährt relativ langsam. Mit 8 km/h. Entweder Tacker zu schwach. Oder bin zu stark, zu schnell unterwegs. Muss mal gucken in der Einstellung, ob das hier irgendwo so Gameplay. Das ist anders. Schwierigkeitsgrad. Hier ist realistisch. Getriebe Automatik. Hier kann man es einstellen, man muss nicht alles so machen, wie man es möchte. Also Wachstumszeit hat Effekt auf Futtertrag und Bodenzustand hat Effekt auf Futter, also im Prinzip alles drin, was man haben will. Man kann es aber auch deaktivieren, ne? Also so ist das nicht. Händler, Kaufpreis, Modus einfach, kann man sich gerne auch Autosammel, Anhänger und Gabel. Das habe ich noch nicht getestet. Weiß ich nicht genau, wie es funktioniert. Jedenfalls, ich wollte mal schauen, ob aktiviert ist und ist aktiviert. Ne? Verstopft und nicht aktiviert, würde im Prinzip, man Stroh sammeln würde. Praktisch. Wenn man zu schnell fährt, entsprechend das Stroh verstopfen. So, ich mache hier weiter. Das ist alles geliehene Geräte, ich wollte mal testen. Ich weiß ja, dass der eine oder andere ja ein Deutsch-Fan ist. Ja, man muss ihn nicht lieben, aber kann ihn nicht nutzen. Ne? Weil ich persönlich bin da jetzt nicht auf die Marke jetzt scharf. Ich sag mal so, der Traktor muss die Funktion erfüllen. Ne? Kann gerne jeder sehen, wie er möchte. Und hier gibt es ja auch keine große Auswahl. Wo ist mein Gewicht? Na klar, logisch. Das Gewicht hatte ich gehabt, ne? Ja. Das sehe ich jetzt gerade so. Mein Gewicht ist ein Abhanden gekommen. Ist man bei der Kollegin, ne? Gut, geht auch ohne. Ja, muss ohne gehen jetzt, ne? Und extra zum Feld fahren jetzt. Das ist nicht schlecht. Da dachte ich mir, oh, jetzt hat unsere KI auch ein eigenständiges Gewicht angebaut. Das war ich. Na gut, egal. Nichts zu ändern. Ja. Gut, besser als mein Gerät hinten dran. Ne? Also, das wäre schlecht gewesen. Hätte ich nochmal losfahren müssen in Polen. Aber gut. Muss auch nicht ändern können, ne? Also die Maschine, die gruppert nicht vor, das Gerät. Gruppert nicht. Es gibt aber einige Geräte, die kann man vor dem Traktor anspannen. Und die würden dann entsprechend das vorne entsprechend packen. Zum Beispiel. Dann das für eine Walze für klar für Silage. Ich glaube, die haben hier sowas noch nicht drin. Ne? Ja. Gibt es nur die Gewichte. Und 4000 schon heftig. Aber nur halt für Verdicht vom Mais. Ne? Aber so haben die jetzt
keine, die man vorne anbauen könnte, als Gegengewicht. Ne? Also höchstens hier sowas hier, ob es gehen würde. Ich glaube schon, ne? Im Prinzip. Hier ist so ein Tiefengrupper gedacht, ne? Also 2 Meter Arbeitsbreite, klar, Tiefe ist ja. Das ist eine Safe Made, was hast du da gedacht? Hat Beleuchtung, Gewicht, Kilogramm. Ist auch eine Art. Quasi Walze nehmen vielleicht, ne? Stoßstange. Ne, sowas, was ich jetzt suchte, ist nicht dabei. Noch praktisch vorne so eine. Eine Walze nimmt, um das vorne entsprechend zu verdichten. Ne? Also das. Oder den Boden entsprechend aufzulockern, wenn man noch drüber müsste. Ne? Gibt ja die Option, gibt es ja meistens. Kombigerät. Ja, sobald unsere KI fertig ist, im Feld 7, da können wir die Zeit vorspulen. Aber ich wollte noch mal sehen, dass ich mal ein bisschen anwalze. Mal sehen. Ich probiere das mal halt, ne? Ob da ein bisschen besser Ertrag ist oder also was zu sehen sein würde. Ob die Walze überhaupt funktioniert, wollen wir mal schauen, ne? Die ist ja ziemlich neu gewesen. Mods können gut funktionieren, müssen aber nicht, ne? Gut, bei dem Mod hatte mein Virenprogramm auch Alarm geschlagen. Ob da was bei ist, was ähnlich sein könnte, das könnte auch sein. Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat das Ding irgendwas in eine Quarantäne gestellt. Also nicht gelöscht, aber halt. Ja. Einen separaten Ordner gespeichert, kann man sagen. Aber der Mod ist trotzdem da. Kann nicht genau sagen, was das ist. Aber ich denke mal, dass der Mod-Roster keine virenverseuchten Programme sind. Eher, dass da was ist, was nicht ganz, nicht sauber, aber was virenähnlich ist, ne? Ja, also Kettle kopft immer heftig von der Temperatur her. Also ob von CPU oder GPU sehr, sehr warm. Ja, 87 und 86 Grad. Naja. Da ist 81 Grad. Naja, ist halt so, ne? Aber jetzt habe ich auch die Lüftung entsprechend. Das ist also, denke mal, noch im grünen Bereich. Gibt ja hier bei modernen Geräten schon Art Sicherung, die takten sich halt runter, wenn zu viel ist. Wird deswegen nicht so ängstlich. Ja, die Woche will ich eigentlich mehr Aufnahmen aufnehmen, um in den Rhythmus zu kommen. Aufnahmen bis Montag oder Dienstag. Was ich jetzt aber schon mal ein bisschen vorarbeiten will, damit ich in der letzten Woche nicht so viel Stress habe. Eine Arbeitswoche meine ich jetzt. Da ich ja im Urlaub keine Aufnahmen machen kann, da ich ja nicht zu Hause bin, möchte ich trotzdem, dass die Folgen kommen. Zwei Geräusche. Ach so. Ich habe gerade vorne geguckt, dass was Neues gibt. Und zwar habe ich gerade ein Affirment erhalten von hier bis Ende der Welt. Kann man gleich mal reinschauen. Machen wir gleich. Hier nicht, da.
Das meinte ich hier. Und hier wird Ende der Welt. Wer ernten will. Ach, hier. Du bist 1000 Kilometer gefahren. Ja, das habe ich Samstag auch vor. Oder Sonntag. Wenn es nach Hause geht. Und da gab es zufällig so ein kleines Geräusch. Und gleichzeitig das Geräusch von meinem Smartphone. Kam mir eine Nachricht. Ja, zum Beispiel, wenn einer einen Kommentar schreibt, dann kann es sein, dass da die Meldung so zu hören ist, dass ich gerade, aber nicht nur, auch andere Sachen halt, ne? Wenn neue Videos rauskommen zum Beispiel, dann ist das auch sowas. Ich selber schaue ja auch ein paar Videos ab und zu mal, wenn meine Zeit zulässt. Das mache ich auch meistens in der Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel bearbeite und so. Oder kurz davor, bevor ich anfange mit Aufnehmen, wenn ich noch einen Kaffee trinke oder ja, was esse oder so, eine Kleinigkeit, dann mache ich das hin und wieder mal. Jetzt reicht mein Mais oder reicht das nicht? Das wäre schlecht, wenn die reichen würde. Muss mal los, ne? Und mal 50 Liter kaufen. Gibt es ja zurzeit nur eine Maissorte. Ist ja auch gibt es ja auch verschiedene Maissorten. Also für Körnermais gibt es andere Saatsorte als für Silage zum Beispiel. Auch Wachstumszeiten unterschiedlich. Im Norden macht man allgemein kein Saatgut, kein Körnermais. Da war es früher eigentlich mal zu kalt gewesen. Ist ja mittlerweile ein bisschen anders geworden. Also eher Richtung, ist wärmer geworden und von daher ist das gut möglich. Aber man kann ja so gut Silage als auch Körnermais in dem Fall auch für beides verwenden normalerweise. Das ist nicht ganz so eng festgelegt. Ne? Klar ist jetzt, wenn man Körnermais haben möchte, ist sicherlich einige Sorten bei, die dafür besser ausgelegt sind. Ja, 1000 Kilometer ist schon mal heftig. Brauche ich ungefähr für mit dem Auto. Autobahn, überwiegend Autobahn, knappe 9 Stunden. Wenn die Straße relativ leer ist und kaum Verkehr ist, dann geht es auch 8 Stunden theoretisch. Also da heißt auch schon Rasen, Anführungszeichen. Aber im Normalfall sind um die 10 Stunden. Bei mittlerem Verkehr kann man sagen, ne? Ein, zwei Staus hat und so, das ist dann schon mal ein Stück Zeit. Das kann aber immer passieren. Im Winter ist es nicht ganz so dramatisch. Da ist weniger Stau, da ist nicht so viel los. Aber jetzt im Sommer normalerweise sind die Urlauber unterwegs, die Pendler, die zur Arbeit fahren, Montage und so. Wenn man das zur verkehrten Zeit fährt, da hat man natürlich Pech. Jetzt überlege ich, ob ich Sonntag fahre oder Samstag. Weiß noch nicht genau, wie ich das schaffe. Ich habe ja in der letzten Woche Frühschicht. Das ist an sich schon mal ein gutes Zeichen, wenn es mir gelingt, in der Woche alles fertig zu machen, was ich praktisch am Freitag noch hochladen kann. Titel ausfüllen und. Dann könnte ich auch am Samstag fahren. Könnte ich. Theoretisch. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen gut und Sommer nicht ganz so dramatisch.
sag mal so, wenn an dem Tag viel Regen melden würde und wirklich viel Regen fällt, also Starkregen, schwere Unwetter und so, da würde ich eher sagen, nö, ich fahre mal einen Tag später. Aber wiederum fahre ich ja meistens sehr, sehr früh. Um 8 oder so, je nachdem, wann ich munter wurde. Da sind am allermeisten noch nicht die Unwetter noch nicht unterwegs. Im Winter ist ein bisschen anders, da schaue ich mir nach dem Wetter, ne? Also wie das aussieht. Ne? Also Schnee, Schneesturm und so, ja, dann fahre ich dann halt nicht. Das gucken wir schon vorher, wenn es die Wetter an, wie es aussieht. Oh, Schnee, Hagel, Sturm. Hagel übertrieben, aber wie gesagt, Glatteis und so, Blitzeis und so, da bin ich. Da fahre ich dann lieber nicht, über verschiebt um einen Tag. Ne? Wenn es geht, ne? Wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann muss man halt vorsichtig fahren. Und, sagt gut, reicht. Das ist gut. Brauchen wir nicht nachkommen. So. Den letzten Streifen machen wir fertig und dann werden wir das Gerät abhängen. Beziehungsweise werden es am Händler abstellen. Und der Rest sagt, gut, mal sehen, ob wir das reingeben. Ja, sicherlich. Und dann geht es nochmal so kurz noch ein Gewicht kaufen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bleiben klappen. Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ja, morgen geht es hier weiter mit dem Gewicht testen. Aber erstmal fahren wir zum Hof und bringen alles weg. Ja, tschüss und fleißig muss man auch wieder. Tschüss.